Heute zeige ich euch, wie ihr. Moment mal, das ist gar kein Tutorial. Das ist ein Vlog. Warum ist jetzt ein Vlog? Ja, ich bin im Urlaub. Und gerade bin ich in Florenz. Bin gestern angekommen. Ja, und heute ist der nächste Tag. Ich habe gestern nicht allzu viel gefilmt. War müde. Und Moment, da ist Sonne. So. Ja, mein erster Vlog. Mal gucken. Ich bin gestern angekommen, wie gesagt. Und hab ein paar schöne Aufnahmen gemacht, die zeige ich euch gleich. Ja, und heute geht's weiter nach Rom. Das war jetzt eine Zwischenübernachtung hier in Florenz. Mal diese Sonne da. Vielleicht sollte ich mich ja, so hinstellen. Ich weiß gar nicht, ob man die Klima hört. Ja. Und gerade noch was gefrühstückt. War lecker, war super. Ich bin richtig satt jetzt. Und gespannt auf Rom. Mal gucken, was ich da so erlebe. Ja. So, endlich in Rom angekommen hier. Ich bin jetzt auf meinem Zimmer. Ist eigentlich ganz schön, die Aussicht, ja? Kann ich mal zeigen. Die ist speziell, sage ich mal. Also, ja. Moment. Riesenhaus. Ist das nicht super? Ist super, oder? Naja, kleine Roomtour vielleicht. Habt ihr Lust? Ich mach mal eine. Ja? Und dann ab morgen geht es dann richtig los, die Stadt anzugucken. So das Kolosseum und die ganzen Sachen, was die Römer gebaut haben. Ich bin schon richtig gespannt. Ja, und dann würde ich jetzt mal sagen, kleine Roomtour und dann vielleicht noch irgendwas anderes, ich weiß jetzt nicht. Und ansonsten dann bis morgen. Ganz kurzes Update. Wir sind gerade auf dem Weg zu den Caracalla-Thermen. Es sind so alte Thermen von Römern gebaut. Und ja, es ist ein Verkehr hier. Es ist unglaublich. Es ist Tempo 30-Zone, aber alle fahren, was weiß ich, 100 oder so. Es ist der Wahnsinn. Und naja, mal gucken, Caracalla-Thermen, wie die ausschauen. Ein paar schöne Aufnahmen vielleicht davon machen. Und ja, so, gerade angekommen an den Caracalla-Thermen. Sind richtig beeindruckend, was die Römer damals gebaut haben. Ich zeige es euch gleich mal. Riesen Bauwerke. Aber das ist, und es steht einfach noch. Das ist der Wahnsinn. So, dann die Caracalla-Thermen werden präsentiert. Okay Leute, gerade eine schöne Stadtrundfahrt gehabt, habt ihr gerade ein paar Bilder gezeigt, ein paar schöne Aufnahmen. Und jetzt bin ich im Kolosseum. Ich kann es nicht glauben. Da, wo die ganzen Gladiatoren gekämpft haben, das ist der Wahnsinn. Es ist so groß und einfach unglaublich. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, hier sind so viele Menschen. Ja, dann werde ich jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen, ein paar schöne Aufnahmen machen. Und mal gucken, was danach mich noch alles erwartet. Es ist einfach der Wahnsinn hier. Es ist unglaublich. So,
So, zurück im Hotel endlich. Es war ein langer Tag jetzt. Wir haben jetzt 23 Uhr und jetzt geht's erst nochmal in die Dusche, gerade noch was zu Abend gegessen. Aber waren echt toll. Ich habe dann vorher nicht mehr so viel mich gemeldet wegen Akku. Mein Akku war dann fast leer, ich hatte nur noch ein paar Prozent. Und den wollte ich ein bisschen aufspannen für die tollen Bilder. Ja, genau, und dann geht's ins Bett und morgen geht's dann zum Vatikan. Bin ich echt mal gespannt, wie das Vatikan wird. Vielleicht sehen wir einen Papst, oh, wer weiß. Ich glaube eher nicht. Naja, dann melde ich mich morgen wieder und jetzt noch mal ein paar schöne Bilder von Rom und seinen Sehenswürdigkeiten. So, wir haben jetzt Samstag, es ist 8:30 Uhr, also wie man sieht, es ist abends, es ist schon dunkel. Grund, warum ich erst jetzt mich hier mal melde um die Zeit ist, ich habe heute irgendwie auch gar nicht dran gedacht zu filmen und also ein paar Aufnahmen von Rom und dem Vatikanmuseum, wo ich heute war, habe ich gemacht. Ja, und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, also die kommen gleich in einem schönen Zusammenschnitt. Und jetzt warte ich gerade noch auf den Bus mit meiner Familie zusammen. Gerade was zu Abend gegessen. Und dann morgen geht's weiter. Ich hoffe mal, dass ich dann da mal dran denke zu filmen. Und eher zu filmen, auf jeden Fall. Und ansonsten, gute Nacht. Guten Mittag, jetzt mal wieder am helllichten Tag hier. Die Sonne scheint schön, man kann es da hinten ein bisschen sehen. Ich bin gerade im Forum Romanum, so eine alte Stadt, wo die Römer gelebt haben und auch gebaut haben. Es ist super interessant hier. Ich habe ein paar tolle Aufnahmen und die kommen natürlich gleich. Und davor war ich beim Mund der Wahrheit. Das ist so ein großer Stein. Habt ihr bestimmt schon gesehen, mal hier ein Bild. Da gibt es das Gerücht, da hat die Römer früher ihre Hand reingesteckt und dann wurden sie angeblich mit einem harten, kräftigen Biss bestraft, wenn sie gelogen haben, diese Leute. Und jetzt hier noch ein paar schöne Aufnahmen aus dem Forum Romanum.
So, ich bin wieder zu Hause und ja, was soll ich sagen? Rom hat mir super gut gefallen. Also es war echt mal eine Erfahrung wert, so eine große Stadt zu sehen, so eine chaotische Stadt zu sehen. Und auch diese alten Bauten von den Römern noch, das war unbegreiflich interessant und erstaunlich, dass es noch steht. Und ich würde nochmal hin, auf jeden Fall. Also man kann noch mehr sehen. Ich habe jetzt zwar schon einiges gesehen, aber noch nicht alles. Definitiv nicht. Und also, wie gesagt, war ein super schöner Urlaub. Hat mir mega gut gefallen. Und ich hoffe, euch hat der Vlog auch gut gefallen, so wie mir rumgefallen hat. Ich hoffe, ich konnte es gut rüberbringen mit meinem Vlog. Und auch die Bilder. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn es euch gefällt, dann lasst doch ein Like da, dass ich sehe, dass es euch gefällt. Oder ihr abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Denn nächste Woche kommen wieder Tutorials. Also eins. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.